willkommen. Wir freuen uns, habt ihr auch heute wieder reingeklickt zum Auns-Wortwechsel. Wir sind schon bei Nummer 4 von unserem Wortwechsel. Heute auch wieder dabei der Lukas Reimann, Jurist, Nationalrat, Präsident von Auns. Wir haben den Gartenmann, Geschäftsführer von Auns. Und der Nicolas Sitta, Vorstand in Auns, Professor für Technische Biochemie in London. Der Lukas Reimann ist in Bern, und zwar im Bundeshaus, und wird ab und zu die Kamera kurz verlassen, weil er im Saal irgendeine Stimme muss abgeben muss. Und nachher kommt er dann hoffentlich zwischendurch wieder zurück. Du musst uns dem gerade ein bisschen erklären, Lukas, was gerade läuft. Und zeigst uns natürlich gerade, was du gestimmt hast. Und dann erfahren wir ein bisschen live Bundeshaus. Das ist sehr spannend. Ja, also, zuerst hallo miteinander. Wir sind ja am zweitletzten Tag jetzt von der Session und haben heute den ganzen Tag eigentlich die Strafprozessordnung gehabt. Also so ein bisschen das Verhältnis, wie werden die Straftäter oder Beschuldigte befragt von der Polizei, wie viel Bürokratie gibt es, welche Rechte haben die Beschuldigten, wie viel dürfen an einer Anhörung teilnehmen. Also dürfen alle teilnehmen oder muss man gewisse davon abhalten? Und das sind natürlich Fragen, die in der Praxis von der Polizei doch sehr relevant sind. Also ist ein ziemlich spannendes Thema, auch wenn es ein bisschen juristisch-technisch tönt. Du bist ja Jurist, Lukas. Hast jetzt du da die Dossiers durchstudiert und die anderen fragen dich, was man soll stimmen, Fraktion? Oder? Ja. Also ich bin ja in der Rechtskommission und es ist ja meistens so bei den Geschäften, dass die Kommission, die das Geschäft behandelt, die empfiehlt nachher der Fraktion. Du kannst nicht, ich tue auch nicht, bei Landwirtschaftsthemen verlasse ich mich auf unsere Bauern, die daraus kommen und so verlassen sich viele dann auf uns bei so Fragen wie der Strafprozess. Und ich habe aber heute im Votum gesagt, die Fraktionsspitze sollen die Juristen aus der Rechtskommission rausnehmen, weil das hat ein bisschen zur Folge, dass man oft für mehr Recht von der Anwälte ist, weil das natürlich auch Arbeit für die Anwälte ist. Ein Antrag hat sogar bessere Entschädigung noch wollen für Pflichtmandat und man hat ein bisschen wenig Praxis. Also es müssten mehr Polizisten, mehr Rechtsanwender in die Rechtskommission hinein. Hat ein Polizist im Nationalrat? Ja, Andrea Geisbühler, also vom Kanton Bern, die hat auch viel geredet heute und hat wirklich gute Anträge aus der Praxis können einbringen. Aber sie ist in der Rechtskommission wirklich die Einzige, die quasi vom Fach ist. Man kann vielleicht Corinne Keller noch erwähnen, die als Polizeivorsteherin doch auch viel weiss, was die Arbeit von der Polizei behindert, was er nützt. Und ich bin nicht für einen Polizeistaat, dass sie machen können, was sie wollen, aber heute verwendet es wahrscheinlich die Hälfte von ihrer Arbeitszeit nur noch für Bürokratie und das ist zu viel. Mhm. Und kannst du sagen, ist jetzt heute der Tag bei euch im Bundeshaus mehr in Richtung Kuscheljustiz gegangen oder mehr in Richtung Law and Order? Teils. Also in einigen Punkten hat die Allianz CVP, FDP, SVP gespielt. In anderen Punkten ist wirklich auf jede Stimme drauf angekommen. Das war 96, 97 vorher einig. Und die anderen Punkte haben sich die Linke durchgesetzt. Weil vor allem, wenn es dann um mehr Mitsprache, also mehr Recht für Beschuldigte gegangen ist. Mhm. Nicola, wo bist du heute gewesen? Daheim, vor deinem Laptop? Grüezi miteinander. Ja, ich war daheim vor meinem Laptop. Ja. Also, es ist halt schon ein bisschen traurig im Moment. Meine, wenn man in die Schweiz reisen will, muss man so viele Tests machen, jetzt nicht wegen der Schweiz, sondern auch wegen der Briten. Und Rückreise. Also Hinreise und Rückreise. Das sind so Kostenpunkte, etwa 600 Pfund für eine Person. Da sind wir etwa bei 700 Franken. Plus, minus, oder? Und das ist ein faktisches Reiseverbot für eine Familie. Tests muss man also das ist halt schon sehr limitierend im Moment. Aber wieso ist es so teuer? Weil es ist ein Test verlangt zum Gehen. Der muss in einem speziellen Labor sein. Es ist ein Test verlangt, nachher in der Schweiz zum wieder fliegen.
Und innerhalb von der UK sind 2 Tests verlangt bei der Rückkehr. Und das Päckchen von 2 Tests muss man schon im Voraus kaufen. Okay. Das sind insgesamt 4 Tests. Und dann macht der Preis. Und es ist schon ein bisschen so. Also, wir haben ja eigentlich als Westeuropa eigentlich eine Freiheit nach außen erkämpft. Jetzt weiß ich halt nicht, wie viel Freiheit das wir nach innen noch haben. Und Freiheit nach außen wird ein bisschen, ja, wird vielleicht ein bisschen fragwürdig, wenn du Freiheit nach innen nicht mehr hast. Also ich finde das ein bisschen auf eine Art nachvollziehbar natürlich, aber trotzdem ein bisschen Extremsituation. Mhm. Also ich bin daheim. Bist du daheim, ja. Die Frage nochmal beantworten. Ich bin auch einmal jetzt an der Uni diese Woche. Ich kann schon, aber es ist im Prinzip auf Basis, dass ich einfach dann ein Papier muss vorweisen, falls mich jemand anhält. Ist es zwar dann, hat zwar dann nicht stattgefunden, aber ja. Kann ja natürlich sein. Und Werner, hast du einen Test vorweisen von Interlaken auf Lauterbrunnen? Nein, das habe ich zum Glück nicht müssen, aber habe Winterpneu gebraucht. Okay. Ja. Noch einmal, hat es einen Schub hergegeben. Ja, liebe Leute, wir gehen sicher beim Bundeshaus noch ein bisschen vorbei, Rückblende vor Frühlingssession, wo jetzt gleich fertig ist. Unser Rahmenvertrag, wo bleibt eigentlich die gute Frau Löy? Hat jemand Frau Löy kürzlich irgendjemand? Und die EU ist ein bisschen im Stress, die muss Mitglieder, die souveräne Entscheide wollen treffen, muss die EU zurückpfeifen und sie pfeift und hat einen riesen Stress. Zum Mitgliederzurückpfeifen. Das wollen wir ein bisschen näher anschauen. In England, wir gehen mal ein bisschen auf England, dort hat der Boris Johnson kürzlich gerade eine ziemlich eine wichtige Erklärung herausgelassen, wie sich Großbritannien außenpolitisch verhalten. Nicola, kannst du uns da einen kurzen Abriss geben? Ja, das kann ich gern. Also, es gibt ein paar Punkte. Es ist so ein 114 Seiten langes Dokument. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe einfach von den Nachrichten so die wesentlichen Punkte. Also, vom Bruttosozialprodukt wird im Moment etwa 2% für die Armee ausgegeben. Und das soll wieder mehr werden. Es ist schon mal bei 3,5% vor etwa 30 Jahren. Wo es jetzt angeht, weiss ich nicht. Steht wahrscheinlich auch nicht im Detail. Aber es soll wieder mehr Ausgaben geben fürs Militär. Dann, ich denke, das, was am meisten Schlagzeilen gemacht hat, wahrscheinlich ist die Erhöhung vom Arsenal an Nuklearwaffen und dass sie da eine von der schnellsten Raketen bauen wollen. Dann hat es aber auch noch andere Punkte, wie Entwicklungshilfe soll wieder auf 0,7% vom Bruttosozialprodukt kommen. Das ist es eigentlich immer gewesen, aber hat man runtergefahren, jetzt wegen der Covid, und sie wollen es wieder rauffahren. Und dann gibt es so China und Russland, sind die Gefahren. Aber ich denke, das Verhältnis zu China ist ein bisschen ambivalent. Vielleicht kommt man ja von dem noch ein bisschen zu reden. Und dann glaube ich auch noch eine Nachricht ist, dass ein grosser Flugzeugträger jetzt ich weiß nicht genau, was der indische Pazifik ist, aber also große von Taiwan. Asiatischer Raum soll stationiert werden oder in indischen und pazifischen Ozean. Also das sind so ein bisschen Schlagziele quasi, die jetzt da gekommen sind. Ist das überraschend? Ja gut, also ich meine, das Vereinigte Königreich hat ja jetzt sich ein bisschen von der EU abgelöst und muss jetzt eine neue Position finden, neben der EU, neben den USA. Und
Der Boris Johnson hat vor einem Jahr ja auch eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, dass er möchte, dass das Vereinigte Königreich wieder eine größere Rolle spielt und sich mehr engagiert für die Freiheit und für den Handel. Das hat er zumindest gesagt. Und das ist jetzt vielleicht auch jetzt ein Teil davon ist jetzt wahrscheinlich in das Papier eingeflossen, so quasi, wie will man es jetzt angehen. Und ja gut, also ich meine, es ist vielleicht auch leicht überraschend. Ich meine, ich hätte sicher nicht erwartet, dass man von Nuklearwaffen redet. Aber es ist vielleicht ein Teil überraschend und ein Teil nicht. So, was noch interessant ist, ja, hört man mich? Ja, genau. Es ist doch ein bisschen das Bild, aber hören tun wir die. Aus der EU sagen sie, ja, wieder ein bisschen Commonwealth spielen, wieder ein bisschen mehr. Ja, wollen sie das? Ja, ich denke schon. Mhm. Also das ist sicher etwas, wo sich... spielen, Commonwealth spielen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe natürlich jetzt zuerst verstanden, quasi sich wieder am Commonwealth annähern, aus Handelsgründen. Ja gut, also eben, es ist noch interessant, ein britischer Parlamentarier, der Tobias Elwood, wo, wenn man jetzt wahrscheinlich würde sagen, so quasi Vorsteher ist vom Komitee oder Kommission innerhalb vom britischen Parlament über Verteidigungsfragen, hat schon gesagt, dass er der Meinung ist, es wird immer mehr, wir haben autoritäre Tendenzen von China ausgehend und dass jetzt halt wichtig wird, wie sich das Vereinigte Königreich will positionieren diesbezüglich. Und kurz gefasst, ich habe noch ein bisschen mehr rausgeschrieben, falls wir das noch mehr ins Detail gehen wollen, aber kurz gefasst ist er der Meinung, dass sich das Vereinigte Königreich nicht sollte, über die UNO etwas versuchen, sondern über die G7, Nordkorea, Australien und Indien zu den G7 nehmen und mit denen zusammen eine Art eine Gegenstrategie entwickeln zu den immer grösseren Einfluss von China. Was denken Sie? Was denken Sie? In der EU gibt es Bestrebungen, dass die EU ihre eigene Armee soll aufbauen. Es hat sicher irgendwie ein Grüppli und ein Büro in Brüssel, wo da brainstormen und Konzepte schreiben, damit die EU ihre Armee immer mehr zu ihrer eigenen Armee kommt. Was denken die jetzt zu dem Boris Johnson Ziel, das er jetzt präsentiert? Was ist echt für eine Stimmung dort in Brüssel? Ja, ich denke, dass sich die EU nervt. Oder? Man sieht jetzt wieder mal das Faszinierende an Großbritannien. Sie denken Optionen. Wir verlassen die EU, wir verlassen den Binnenmarkt, wir lösen uns den Strukturen aus, denkt aber wirtschaftlich an Commonwealth, wir denken aber an neue Schwergewichtsbildung, wir denken an asiatisch-pazifischen Raum. Wir handeln da. Ich meine, England hat jetzt in den letzten Jahren neue grosse Flugzeugträger gebaut, mit dem modernsten Flugzeug getroffen. Die Franzosen haben einen, der immer noch nicht ganz funktioniert. Also England, also Großbritannien macht vorwärts, sie schickt jetzt eins von diesen Schriften, Queen Elizabeth schickt sie jetzt in China, die Straße von Taiwan. Mehr die Probleme von Taiwan, mehr das Problem von den offenen Seewegen. Also Großbritannien handelt und die EU will immer handeln. Sie hat zwar schöne gemeinsame Fahnen aufmarsch, aber da geht gar nichts. Und es ist natürlich schon faszinierend, dass jetzt ausgerechnet Großbritannien offenbar wieder das europäische Land ist, das bereit ist, für die Freiheit einzustehen, rechtliche Mittel in die Hand nimmt. Und das mit der Nuklearwaffe, denke ich, das ist nicht schön. Aber es zeigt natürlich auch, dass Großbritannien ihre Souveränität, ihre Sicherheit dort schützen mit dieser Abschreckung. Ich denke, dass ja die so Länder wie Iran im Visier, dass man klar sagt, lass es machen, kein Seich, sonst kommt man aufs Dach über von uns. Also, Iran hat jetzt im Moment gar nicht mehr so viel, der macht mir sehr viel Angst. Der Götterstaat oder der Gottesstaat, wie man dem mal sagen, wenn der zu einer Atombombe kommt, was dann abgeht, ist nicht so lustig. Und die,
Ich bin froh, gibt es das Großbritannien und haben wir eine Regierung, die handelt und offenbar steht die Mehrheit vom Volk hinter der neuen Ausrichtung von der Russenpolitik und der Sicherheitspolitik. Das hat der Schweiz so gut, also nicht, dass wir jetzt gerade Flugzeugprojekte müssen bauen, wir sind ein neutrales Land, aber mal in Optionen denken und nicht immer die Brüssel-Fixierung zu haben. Das wäre schön, ein Flugzeugträger auf dem Zürichsee, das würde ihn gerade so schön ausfüllen, oder? Das wär, ja, nein, ja, das würde Meiring entlasten. Von dir Meiring entlasten, genau. Ja. Fluglärm. Ja. Also, Fluglärm abwechslungsweise, oder? Pardon, nur noch schnell wegen Polda. Ich habe das Gefühl, aus Audiogründen wäre es wahrscheinlich gut, Lukas, wenn du dein Mikrofon auf Stumm schaltest. Wenn du nicht gerade redest, weil okay. Ich habe sehr viel Hintergrundgeräusche und ich nehme auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Moment schnell, ist jetzt besser? Ja. Okay, ja. In Sachen Souveränität haben wir zwei Länder, Polen und Ungarn. Warum nervt sich die EU ab diesen zwei Ländern? Polen, Stichwort Justizreform. Um was geht es da, Werner? Ja gut, Brüssel nervt sich immer dann, wenn sich die Staaten souverän verhandeln und halt entscheiden. Wir haben eine Justizreform, die ist relativ kompliziert. Also wenigstens für mich als Schweizer das zu verstehen. Aber es geht dort darum, dass Richter können, Richterinnen können geladen werden oder sogar entlassen werden. Es geht um wer wählt die Richter, die höchsten Richter? Wir haben Diskussionen mit der Schweiz auch wegen der Bundesrichter. Aber es ist wirklich nicht so schlimm. Ich würde sagen, Polen stärkt sogar Gewaltenteilung, indem sie sagt, die Richter haben nicht alle Macht dieser Welt. Das verstehe ich so. Und die EU hat auch Angst, dass die Richter, wenn sie aus lauter Angst sie würden den Job verlieren, nicht mehr das EU-Recht würden in den Vordergrund stellen. Und ich muss natürlich schon ein bisschen schmunzeln, wenn die EU, Brüssel ausgerechnet sagt, ja, mehr Angst und Gewaltenteilung in Polen. Also wenn es dann ein Konstrukt gibt, wo die Gewaltenteilung nicht gewährleistet oder nicht garantiert ist, ist es leider Gottes die EU. Das ist einfach so. Also da könnt ihr jedes Lehrbuch führen auch nachlesen. Also das ist keine Gewaltenteilung, das ist ein Gemischtmasch. Und bei Ungarn geht es darum, dass die Regierung sagt, wir wollen einfach wissen, wer da im Land innen noch wirkt, von diesen grossen Stiftungen, von diesen grossen NGOs und so, kann ich eigentlich nachvollziehen. Man darf eins nicht vergessen, sowohl die Justizreform wie das in Ungarn, das wird von einem demokratisch gewählten Parlament und von einer demokratisch gewählten Regierung gemacht. Und die EU verhält sich da wirklich wie eine übereifrige Lehrmeisterin. Sie würde wieder mal selber die Hausaufgaben machen, sei es jetzt in der Gewaltenteilung oder im Umgang mit Andersdenkenden. Also wenn man Ungarn vorwirft, sie drückt die Medien drangsalieren oder andere weniger drangsalieren, also dann muss ich sagen, liebes Brüssel und dann noch mein Blick nach Berlin, also mit der ganzen Corona-Geschichte das ein bisschen verfolgen, wie andere Meinungen drangsaliert werden oder unterdrückt werden oder erinnern darf, die ist jetzt ja Verfassung, die steht jetzt unter Verfassungsschutz oder unter Beobachtung vom Verfassungsschutz. Also es zeigt, dass die EU gestresst ist, dass sie im Stresstest ist. Weil sie hat ihn aber noch nicht bestanden. du hast vorhin kurz erwähnt, Bundesrichter in der Schweiz, wie die gewählt werden. Und es ist so eine Initiative im Raum, Bundesrichter per Los wählen, dass man macht mal eine Vorselektion, man tut gute Leute irgendwie in ein Grüppli einfach mal reinselektieren und dann werden sie per Los gewählt. Und das wird vor das Volk kommen, die Initiative. Wenn, ist wahrscheinlich noch nicht bestimmt. Was findest du, Lukas? Was findest du zu dieser Idee? Bundesrichter per Los wählen. Also, Ich habe eine gespaltene Haltung dazu. Ich finde, Los nicht das Ideale, aber ich finde die heutige Situation sehr, sehr schlecht. Ich war ja selber Mitglied von dieser Gerichtskommission, die quasi die Leute anhören. Und ich kann einfach ein Beispiel geben. Wenn ein Richter gekommen ist, dann hat man tut ja immer noch die Grösse der Partei auswählen.
Und wenn dann von uns vier, also von der SVP vier Kandidaten gekommen sind, und zwei haben dann, so bei der, es werden dann sehr viele politische Fragen gestellt, und zwei haben dann vielleicht gesagt, für uns ist klar, nationales Recht geht vor internationalem Recht. Oder einer hat mal gesagt, meine Motivation für die Bewerbung ist, ich würde im Asylwesen aufräumen, hat sich für eine Stelle am Asylgericht, im Bundesverwaltungsgericht beworben. Von denen ist nie jemand gewählt worden, weil es wählt eben nicht nur die SVP, sondern es wählen alle anderen Parteien auch mit. Und das hat dann zur Folge, dass nicht wirklich Parteivertreter hier kommen, sondern eher solche, die vielleicht vor einem Monat schnell der Partei beitreten sind, um nachher können das Richteramt erlangen. Also diese Situation finde ich nicht ideal. Ob jetzt das Los besser ist, es lachen viele über die Initiative, aber man muss doch sagen, der hat 100'000 Unterschriften zusammengebracht und jetzt muss ich leider gehen. Ich könnte einfach weiterreden, ich komme dann wieder. Also wir haben ja im Moment bei den Bundesrichterwahlen schon in meinen Augen einen sehr komischen Zustand oder sogar einen ekelerregenden Zustand. Also wir haben festgestellt, dass in den letzten Wahlen dass zunehmend Pakte Politik vom Parlament gemacht werden, dass offizielle Kandidatinnen und Kandidaten, und ihr dürft dreimal raten, von welcher Partei die sind, einfach nicht gewählt werden, weil man Pakte macht gegen die Kandidaten. Also einfach, dass es klar ist, sind meistens SVP-Kandidaten gewesen. Oder wir haben ja kurz bei Polen vor Gewaltentrennung, Teilung geredet. Und die Bundesrichter, es ist mehr problematisch, wenn die Bundesrichter zunehmend parteipolitisch gewählt werden. Das darf nicht sein. Und darum ist die Justizinitiative durchaus noch interessant. Mein Problem habe ich nur mit der, das wäre eine Fachkommission, die geeignete Kandidaten in den Topf rühren würde. Und die Fachkommission wird wieder vom Bundesrat für 12 Jahre gewählt. Also haben wir wieder die Exekutive, die die Fachkommission wählt, die dann muss die Leute auswählen für die dritte Gewalt von der Justiz. Das ist für mich nicht ganz so. Das Losverfahren ist gar nicht so eine schlechte Sache. Die alte Gleichheit, das ist schon gehabt, funktioniert. Aber so wie es der Lukas sagt, mit zwei Herzen in der Brust, aber dass etwas muss gehen bei der Wahl von der Bundesrichter, das ist für uns sonnenklar. Und wir vertrauen sie ja für die direkte Demokratie. Und die direkte Demokratie kann nur funktionieren, wenn Gewalten so geteilt sind. Und wir haben schon ein paar Mal erlebt, dass einfach das Bundesgericht sich aufspielt, dass sie oberste politische Instanz von der Schweiz und entscheiden fällt, eben meistens zugunsten vom internationalen bzw. vor allem vom EU-Recht, wo diametral zu einer Volksabstimmung stehen oder zur Volksmeinung stehen. Und da bin ich der Meinung, muss mittelfristig etwas gehen. Ob die Justizinitiative der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Aber so wie es der Lukas so gesagt hat, sie wird Dampf machen. Das Parlament hat sie ja abgelehnt, der Bundesrat lehnt sie ja ab. Aber das heisst noch nicht. Sehr schön, der Lukas hat uns gerade mit gerade in den Nationalratssaal geschleppt und jetzt sind wir in seiner Plexiglasscheibe und er ist für Vote. Man kann es ganz klar lesen. Ich möchte schnell, kürzlich im gleichen Saal, wo der Lukas war, glaube ich, der Ständerat Thomas Minder hat seine Gespänli dort können dazu gewinnen. Der Bundesrat soll erarbeiten, wie die Schweiz mehr autark, mehr eigenständig kann werden in Krisenzeiten. Der Thomas Minder, Werner, du hast mir noch Zahlen gegeben, hat 130 Stimmen hat gesagt, ja, der Bundesrat soll unseren Vorschlag erarbeiten. 54 hat gesagt, nein, brauchen wir nicht. Und es geht in dieser Motion darum, dass der Bundesrat eine Vorlage unterbreitet, um die Schweizer Landesversorgung in sehr großen Krisen sicherzustellen. Warum kommt das eigentlich erst jetzt? Hat der Bundesrat das bis jetzt nicht gemacht? Werner, wir könnten den Lukas fragen. Ja, gut, es ist ja in der Natur von der Sache, wenn es regnet, merkt man, dass man nass wird. Dann fährt man sich verschützen und weh mit keinem Regenjacke oder kein Regenschirm in der Nähe. Und ich meine, wir haben ja gemerkt, heute vor einem Jahr haben wir den ersten Lockdown gehabt. Warum sind wir in den Lockdown hineingefräst? Das mag sein, dass eine gewisse Unsicherheit da war, aber wir waren schlichtweg nicht vorbereitet auf die Pandemie. Und ich muss euch sagen, ich habe das selber erlebt in der Armee. Das Szenario Pandemie ist nichts Neues gewesen. Wir haben schon lange gewusst, was man zu tun hat. Mit Pflichtlagerhaltung vernachlässigt, war einfach nicht parat gewesen. Und der Ständerat Thomas Minder hat jetzt einfach wollen, dass grundlegende existenzielle Güter entweder in der Schweiz selber
produziert werden oder dass dort, was nicht rentiert oder was nicht möglich ist, die Produktion, dass man möglichst grosse Pflichtlager haltet. Und es ist schon erschreckend, wie der Bundesrat Antwort gegeben hat auf die Motion. Er hat gesagt, es ist überhaupt kein Problem, wir haben die Covid-Pandemie im Griff. Da hat es ein bisschen Lieferverzögerungen gegeben, darum hat der Koch zuerst müssen sagen, die Maske nützt nichts, heute nützt sie etwas. Die Wahrheit war, wir hatten zu wenig Masken. Und wir sehen, die Schweiz sei international eingebunden. Die Schweiz müsse gute Beziehungen haben zu den internationalen Organisationen. Es gäbe internationale Wertschöpfungsketten und das sei die Lösung für die Schweiz. Und da muss man noch etwas ein bisschen spüren, um was es geht. Also der Bundesrat, ich bin hundertprozentig überzeugt, wird argumentieren, wir werden ein Rahmenabkommen brauchen, wir brauchen Planungssicherheit, damit wir in Krisenfällen gute Partner haben, dass wir zuverlässige Lieferungen können machen und. Aber lustiger, interessanter ist, zum Glück, das freut mich als Bürger, dass jetzt doch auch der Nationalrat gesagt hat, nein, wir nehmen die Motion vom Ständerat minder ernst und hier muss jetzt etwas gehen. Das hat sich in der ganzen Session gezeigt. Das ist wieder erwartet von SP-sättigen Vorschlägen gekommen. Bei der Armeeapotheke, im Ständerat hat man sogar über die Impfsouveränität geredet. Also das Parlament hat, glaube ich, schon gemerkt, aha, wir sind völlig unvorbereitet, teilweise fahrlässig in die Krise hineingeschlittelt. Und da muss jetzt etwas gehen, weil wir von der Hand sagen, das ist das Grundübel, dass man nicht vorbereitet war, dass man nicht einmal in der Lage ist, eine super Krisenkommunikation zu machen. Und die Souveränität, die man schließlich in der Bundesverfassung als Ziel festgehalten im Artikel 2, kann man glaube ich, im Moment gar nicht aufrechterhalten. Und ich hoffe immer, dass es einen Nationalrat gibt, wo man eine Frage stellt und fragt, hat die Schweizer Armee oder für wie viele Tage hat die Schweizer Armee Munition für die persönliche Waffe, für das Sturmgewehr, für unsere Armeeangehörigen parat? Weil ich muss euch schon sagen, ich habe langsam ein bisschen das Vertrauen in unsere Behörden verloren, ob sie überhaupt in der Lage sind und gewillt sind, das Land in Krisenfällen. Das ist das Gleiche, was ist Pandemie, Terror, Naturkatastrophen, Terroranschläge und solche Dinge parat ist. Ich bin auch froh um die Fragen, die auftauchen in letzter Zeit, wo so Fragen, die sagen, was würde jetzt Behörden machen, wenn jetzt nebst der Corona-Pandemie zum Beispiel noch ein AKW-Störfall wäre? Oder eine andere größere Industriekatastrophe. Oder im UNO-Viertel in Genf wird irgendwie eine islamistische schmutzige Bombe deponiert und losgeht. Also, das sind berechtigte Fragen. Und ich bin froh, dass es im Parlament erkannt ist. Und wir von der ANSA haben gesagt, wir machen Druck. Wenn es jetzt wirklich vorwärts geht, dann lancieren wir eine Volksinitiative, wo Bundesrat klar den Auftrag gibt, die Souveränität mit konkreten Massnahmen können schützen und wahrzunehmen. Dann würde die Initiative wann ungefähr lostreten? Wir schauen jetzt mal, was im Parlament passiert. Also ich bin überrascht, dass es eigentlich gut gestartet ist jetzt in dieser Frühlingssession. Wir müssen jetzt schauen, dass es nicht nur bei den Worten bleibt, sondern auch bei den Daten. Wir sind dran am Text formulieren. Es ist nicht ganz einfach. Oder man darf nicht zu konkret werden in der Verfassung. Meine Behörden sollen auch noch gewisse Handlungsfreiheit haben, aber offenbar muss man irgendwie den Gang rein tun oder den Gink ins Büttel geben, dass sie jetzt an die Sache hergehen, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Also ich gebe, ihr müsst euch einfach mal das wieder vor Augen führen. Wir haben verschimmelte Schutzmasken in den Armeelager gehabt. Wir haben tonnenweise von Alkohol vernichtet zur Desinfektion. Wir müssen Bierbrauerei und Schnapsbrennerei bitten, ihre Alkoholreserve freizugeben. Hallo, was ist das für eine Vorsorge? Von einem Land, das offenbar so reich ist und so wohl organisiert ist und von so gut ausgebildeten Leuten geleitet wird. Also da erwartet ihr schon gerade ein bisschen mehr, als dass man, wenn es geht auch bei der Nachrichtenbeschaffung an. Man hat ja schon lange gewusst, dass China irgendwie so einen komischen Käfer rumhüpft. Oder? Dann hat man gewartet, mit Weihnachten gefeiert, wenn das Silvester gefeiert, dann im Februar ist es ein bisschen brenzlig geworden, die Grenze hat man lange nicht zugemacht, dann macht man einen Lockdown. Dann macht man einfach alles dicht. Das darf es nicht sein. Solche, die Lockdown-Politik, sie ist nach meinem Dafürhalten gescheitert. Sie schadet dem Land, sie schadet der Souveränität, sie schadet der Volkswirtschaft, sie schadet der Gesellschaft. Und das darf nicht mehr passieren. Nicola, du hast das Mikrofon. Ja, genau. Hat es in London und in England genug Alkoholreserven? Wie ist das?
Also im Moment finde ich schon noch an der Uni jeweils so eine Flasche mit Desinfektionsmittel, ja. Ist rum. Also Selbstversorgungsgrad. Das war ein Problem gewesen. Pardon? Selbstversorgungsgrad von Großbritannien. Wie ist das so? Weißt du da? Redet man drüber? Nein, das weiss ich jetzt auch nicht so genau. Muss ich gestehen. Also, aber ich meine, wir haben eine ähnliche Situation gehabt. Von Masken hat niemand geredet. Soll man nicht anlegen. Wahrscheinlich, weil eben keine vorhanden gewesen sind. Und nachher plötzlich ist es ein Maskenzwang, weil jetzt ist es ein Allerheilsmittel fast schon. Und wenn man sie nicht trägt, im besten Fall wird man schräg angeschaut. Es ist natürlich auch dann an gewissen Bereichen schlichtweg nicht erlaubt, keine zu tragen. Also für mich ist schon auch, um auf das Thema Souveränität zu kommen, ich meine, es ist jetzt schon eine schwierige Situation, finde ich, jetzt für die Schweiz auch, in Zukunft schauend. Weil also die EU sieht nicht rosig aus, was in Europa ist wirtschaftlich. Von der Energie her ist jetzt auch immer mehr die Abhängigkeit von Russland mit dem Nord Stream Pipeline, wo der Nord Stream 2, glaube ich, wo da gebaut wird, wo dann ein Haufen Gas aus Russland kommt für zum Beispiel für Deutschland, aber auch für den Rest von Europa. Und der Herr Gartenmann hat erwähnt, ob man noch genug Munition hat in der Schweiz. Ich meine, ich weiß überhaupt nicht, wie es um die Armee grundsätzlich steht. Also ich glaube, in Europa, außer den Briten, das ist es, ich weiß es nicht, hat wahrscheinlich niemand mehr eine kampferprobte Armee. Also ich frage mich schon, wie die Schweiz, also ich finde, ja, also das ist ein Thema für uns. Wie kann man, sag es jetzt mal, in einem Bild, wie kann man das Schiff Helvetia durch den vermutlich kommenden Sturm durchführen? Weil ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, wie weit dass man leere Kassen hat, aber ich glaube, außerhalb der Schweiz ist leere Kassen, Energieabhängigkeit, wirtschaftlich schwierig, militärisch nicht stark. Also, das sind schon eher Indizien für Probleme für die Zukunft. Ich habe ein Mail bekommen, so ein bisschen zur Rolle der Schweiz im internationalen Kontext. Jonas Streule mailt, er findet, es braucht halt eine Rückbesinnung auf die traditionelle Rolle, dass die Schweiz aktiver Gestalter und Verhandler des internationalen Interessensausgleichs wird. Er erwähnt die guten Dienste, die die Schweiz bis jetzt hat geboten. Und dass wir uns aus dem EU-Geflecht wieder ein bisschen zurückziehen und neutraler wieder ein bisschen werden, Vermittler werden. Und dank dem werden wir wieder ein bisschen mehr ernst genommen. Ja, ich sagen, der Jonas Streule hat recht. Ja, natürlich. Er hat wie machen wir das? Das war immer die Stärke von Schweiz gewesen. Und für das braucht man glaubwürdige Neutralitätspolitik, dass uns die anderen Blöcke, die anderen Staaten ernst nehmen als neutral. Weil neutral sein ist relativ anspruchsvoll, es muss glaubwürdig sein. Und hier einfach eine Klammer auftun. Der Bundesrat und die Parlamentsmehrheit wollen sich nächstes Jahr im Juni UNO-Sicherheitsrat wählen. Für 2 Jahre. Das ist natürlich eine Katastrophe für die Glaubwürdigkeit, für die Neutralitätspolitik, dass nicht die Schweiz dort mitbestimmen über Krieg und Frieden. Das sind eben so Fehler. Das ist der Aktivismus, der im Bundesverband betrieben wird. Aber die Schweiz hat eine unglaublich starke Rolle, hat eine unglaubliche Erfahrung, hat hervorragende Diplomaten, die Friedensdiplomatie. Aber man muss natürlich auch hinter den Leuten stehen. Das ist vielleicht nicht so eine wahnsinnige medienprestigeträchtige Politik. Und mit der tripolaren Welt, die sich da entwickelt, einerseits mit China, mit Russland, mit den USA, ist man überzeugt, und das liest man auch in Kommentaren von Leuten, die die geopolitische Situation besser kennen als wir, die sagen, der Neutral wird seine Rolle wieder müssen spielen.
damit man auf dieser Welt einigermaßen noch ein bisschen Frieden erhalten kann. Und da kommt die Schweiz eine super Rolle zu. Es ist noch immer interessant, wenn man mit Leuten aus dem arabischen Raum ist oder mit russischen Leuten redet und so, die eine unglaubliche Meinung von der schweizerischen Neutralität. Aber wie gesagt, sie muss glaubwürdig sein. Und das wissen wir aus dem privaten Bereich, wenn wir Streitigkeiten so, ein glaubwürdiger, neutraler Vermittler ist immer noch das Beste. Wir haben etwas, einen Wert in der Schweiz, den wir müssen behalten müssen, ja, von einem Herr oder von einer Frau M. Schneider. In 70 verschiedenen Ländern war die Person und hat immer mehr realisiert, wie die Demokratie und Neutralität von der Schweiz, was das für einen wertvollen Wert ist, den wir hier haben. Und das verdanken wir unseren demokratisch denkenden Vorfahren. Wir müssen das unbedingt verteidigen. Und sie überlegt sich, dass viele ausländische Politiker und Regierungen sehen das, was wir in der Schweiz haben, aber nicht alle finden das gut. Und sie sagt, mit einem Rahmenvertrag wäre das dann nachher ziemlich vorbei, muss man unbedingt verhindern. Es gibt mehrere E-Mails, die sagen, man muss unbedingt verhindern, dass der Rahmenvertrag kommt. Der Jenny Hoffmann überlegt sich zum Beispiel, ja, wenn der Rahmenvertrag kommt, was ja nur eine Vorstufe ist zum EU-Beitritt und so, haben sich da unsere EU-Turbos, unsere EU-Freunde eigentlich überlegt, wie das mit der Nationalbank nachher wird aussehen. Der Jenny Hoffmann sagt, ich weiß es, die Nationalbank und der Finanzplatz heute, der noch bedeutend ist heute, die werden zu einem unbedeutenden, untergeordneten Player in der Welt. Und nachher fragt er sich auch noch, woher nimmt eigentlich der Bund und der Kanton die vielen Milliarden, die sie immer wieder ausgeschüttet bekommen von der Nationalbank? Wo gehen eigentlich die Milliarden dann nachher her? Die gehen ja wahrscheinlich nachher in die EU. Das ist alles von Jenny Hoffmann, der sich das überlegt. Was passiert mit der Nationalbank, wenn die Schweiz jetzt, Gott bewahre, in der EU würde stecken? Ja, das ist ganz klar. Die Nationalbank wird zu einer Filiale von der EZB, von der Europäischen Zentralbank. Und die Schweiz müsste nachher auch Reserven abtreten an die Europäische Zentralbank. Und die Schweizerische Nationalbank kann keine eigenständige Währungspolitik mehr machen. Die Nationalbank hat ja nichts anderes im Auftrag. Oh, ich lasse. Wir können das Papier rausnehmen. Kein Problem. Inflationsbekämpfung. Also Lukas ist wieder da, gebe gerne ins Wort. Aber eins ist klar, ich möchte es nochmal wiederholen, die Schweizerische Nationalbank wird zu einer Filiale von der Europäischen Zentralbank. Fertig, basta, Schluss. Da gibt es kein Optimal, nichts. Das ist ja so. Christian Bächli sagt zu dem, also euch zum Rahmenvertrag und so, er schreibt es mit sehr vielen Ausrufezeichen, muss zurückgewiesen werden. Die Stimmbürger müssten ein bisschen präziser und ein bisschen informiert werden. Ja, Rahmenabkommen, nein. Und er wünscht sich, dass gewisse Funktionäre in Bern einfach dass die nicht mehr so laut werden, dass man die ein bisschen zurückbinden könnte. Es ist schlicht skandalös, wenn irgendwelche Staatssekretäre, Staatssekretärinnen mit Verhandlungen beauftragt werden. Wenn ein Vertrag nicht stimmt, muss der Vertrag zuerst mal abgelehnt werden. Schluss, Punkt. Das ist Christian Bächli seine klare Meinung. Okay. Wir werden ja ein paar Eingaben zum Thema Corona und wir werden nicht unbedingt über das Thema Corona einsteigen in unserer Diskussion, weil das ein bisschen lang und wir haben auch genug Diskussionen gehört. Ich möchte noch ein bisschen den Rahmenvertrag, eben die gute Frau Löy, die jetzt scheinbar in Brüssel ist. Lukas, weißt du das? Ist unsere Frau Löy neue Diplomatin in der EU? Ist sie in Brüssel im Moment? Wo ist die? Also, wo sie sich jetzt gerade aufhalten, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass die EU offenbar momentan keine Zeit hat, um sie empfangen und mit ihr über die Weiterentwicklung von dem
Entwurf reden. Das ist an sich ja nicht schlecht, weil das wäre vielleicht gerade eine gute Chance, um jetzt zu sagen, okay, dann tun wir das beenden. Das werden wir natürlich nicht machen, aber es zeigt vielleicht auch, wenn die Bedeutung bei der EU in dem Rahmenvertrag nicht so hoch gemessen wird, dann ist die Chance für die Schweiz natürlich grösser, um da möglichst einfach wieder rauszukommen. Ich würde gerne noch etwas zur Nationalbank sagen, wenn ich darf. Und Herr Bächli, der natürlich recht hat mit seinen Worten, dass die Schweizer Nationalbank eine Filiale wird von der EU. Nur, also das Problem, das ich sehe, ist, dass sie heute teilweise schon eine ist. Wir sind heute der grösste Schuldenhalter von Staatsschulden, zum Beispiel von Deutschland. Sie haben Milliarden, auch jetzt wieder in den letzten paar Wochen zwar nicht, aber die letzten paar Monate wieder Milliarden Zukäufe gemacht an Fremdwährungen. Und das Verrückte ist ja dann, das Geld wird oder darf nicht in der Schweiz investiert werden, weil man nicht plötzlich Mehrheitseigner sein von Schweizer Firmen. Also kauft man damit ausländische Aktien. Ich glaube, sie haben 5-6% von all diesen grossen Tech-Aktien in den USA. Das ist tatsächlich ein Riesengewinn, den sie jetzt erwirtschaftet haben, weil die steigen ja alle noch und noch. Aber es ist langfristig einfach ein riesiges Risiko, wenn eine Währung so aufgebläht ist, so mit so viel Geld und irgendwie gar kein realer Wert mehr dahinter ist. Und früher oder später, ich glaube nicht, dass bei uns jetzt so eine Totalinflation wird geben, wie man die Bilder kennt, wo die Leute am Schluss mit den Nötli führen, weil das Nötli nicht mehr wert ist. Aber ich glaube doch, dass man sich wird müssen einstellen und auch vorbereiten darauf, dass die Inflation auch da in der Schweiz mit dem Franken wird zunehmen. Aber die EU-Zentralbank würde das nicht verbessern, weil die, nein, auf keinen Fall. Die Politik, die Europäische Zentralbank macht, also die ist auch mit der Realwirtschaft nicht deckt. Noch viel schlimmer, ja. Das Summen, oder? Ja, und also, wenn wir den Euro hätten, dann wäre mehr vollgebunden. Ich habe jetzt noch ein bisschen Vertrauen in unsere Nationalbank. Ein bisschen. Gut, ich glaube. Der Chefredakteur von Neuen Zürcher Zeitung hat ja vor ein paar Tagen in einem grösseren Leitartikel im Jahr hat er gesagt, jetzt ist der wirklich der Rahmenvertrag gestorben, man sollte doch einfach abbrechen, nochmal frisch anfangen. Lukas, das wird natürlich gelesen, ich meine, das ist die NZZ und da wird diskutiert darüber. Oder nicht, ist das nicht so? Also schweigt man über so einen Artikel, weil man in Bundesbern ja das nicht gerne hört. Was erlebst du nach so einem Artikel? Also lustigerweise war am Montag gerade keine einzige NZZ im Bundeshaus gewesen. Normal liegen die immer auf. Am Morgen, ich weiß nicht, ob die jemand hat lassen, verschwinden dann wegen dem. Aber es wird natürlich schon geredet und das Rahmenabkommen ist ein grosses Thema hier im Bundeshaus. Ich spüre ein bisschen, dass um den Ignacio Cassis herum überhaupt noch nicht aufgegeben haben. Also da ist noch nicht so, dass jetzt plötzlich wird eine Meldung geben, man das abbrechen. Auch wenn ich das Beste fände. Nur der zweite Teil vom Artikel von der NZZ ist dann natürlich, ja, was heisst neu anfangen verhandeln, wenn man dann am Schluss wieder über das Gleiche verhandelt, einfach mit einem anderen Titel, da sind wir wieder gleich weit, wie wir jetzt sind. Also es müsste dann wirklich eine neue Ausrichtung sein, wo man sagt, wirtschaftlicher Handel ja, aber keine politische Einmischung. Wir wollen uns nicht in die EU einmischen, wir sind neutral und die EU soll sich aber auch nicht in die Politik von der Schweiz einmischen. Wäre das eine Idee, dass man jetzt halt einfach den neuen Text vom Rahmenvertrag zusammen erarbeitet? Du, Lukas, und wann könnte man da noch ins Boot nehmen? Der Roger Köppel und der Nicola Sitta. Werner Gartenmann. Ja, ich will gar keinen Rahmenvertrag. Eben, das ist ein bisschen das Problem. Ich meine, genau. Die ich glaube schon, dass wir das könnten, einen Gegenentwurf entwerfen. Aber eigentlich wollen wir ja gar keinen Vertrag. Also dann würde ich mal sagen, dort einfach, was wollen wir, 45 Seiten weißes Papier, Postage zusammen, abgeben. Hey, das schadet das Papier. Ist der Fußabdruck zu gross, das lohnt sich nicht. Ja, kurze Erwähnung nochmal, der Jonas Streule sagt, was ist echt der ausländische Einfluss auf die Meinungsbildung hier? Vor allem von den Medien. Also wo haben wir und wenn ja, wo
ausländischen Einfluss in unseren Medien. Und mir kommt da halt von der TX Media Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung in Sinn. Ist noch nicht so lange her und wir bekommen ja TX Media, das ist der Dagi, der Bund, BZ, Basler Zeitung und so weiter. Das ist einfach der Einheitsbrei, einer von den paar Einheitsbreis, die wir noch haben in der Medienwelt in der Schweiz. Dort haben wir Süddeutsche Zeitung, die uns sagt, wie wir sollen denken. Ist euch das auch ein bisschen aufgefallen, dass es ein bisschen wechselt? Wie nehmt ihr das wahr? Also ich habe das Gefühl, es hat sich sehr negativ entwickelt die letzten Jahre. Medienvielfalt und auch Medieneinseitigkeit. Ich habe zwar das Gefühl, die NZZ ist eher wieder ein bisschen sich am Wegbewegen vom ganzen Mainstream, aber alle anderen spielt es wirklich keine Rolle mehr, welche Zeitung als in der Schweiz aufschlägst. Ob Berner, ob Dagi, ob Rignier, die schreiben alle etwas Gleiches und das ist schlecht für die Demokratie, das ist schlecht für die Meinungsbildung. Da haben es die Engländer wirklich besser, wo ja auch grosse Medien haben, die zum Beispiel für den Brexit gewesen sind und auch gute Artikel dann publiziert haben. Und die Frage war ja noch, ausländische Einmischung in der Schweiz. Also einerseits haben wir die Medien, die das probieren. Auch die Zeit hat ja eine Schweizer Ausgabe, wo relativ einseitige Artikel erscheinen, gerade zu der Außenpolitik. Und die EU finanziert, also das ist nachgewiesen, die finanziert in der Schweiz junge Pro-EU-Kampagnen mit. Botschaften, zum Beispiel die deutsche Botschaft hat letztendlich ein Podium organisiert also mehr oder weniger für das Rahmenabkommen. In Online-Form, man kann das glaube sogar anschauen im YouTube. Also das passiert, dass die Ausländer versuchen, sich einzumischen. Und das macht mir auch Sorgen, weil das sind dann andere finanzielle Verhältnisse. Es sind auch über Social Media, also wenn irgendwie Twitter oder Facebook mir plötzlich einen Post sperren, obwohl der völlig legal ist nach Schweizer Recht, dann schaue ich das als höchst problematisch an, weil das ist eine ausländische Einmischung in Schweizer Meinungsbildung und das müssen wir unterbinden. Wir dürfen zum Glück frei und offen und laut reden und das ist etwas sehr Wichtiges, das möchten wir auch mit diesem Wortwechsel ein bisschen erreichen, dass wir unseren Geist können schärfen, unsere Gedanken sauber können tischeln, neue Argumente können entwickeln und wir müssen mindestens so laut rauskommunizieren wie die EU-Freunde, wie die EU-Turbos. Das sind ziemlich sicher weniger, aber die schreien einfach zu laut. Wir kommen langsam zum Schluss. Wer hat noch so eine letzte Beobachtung? Also ich möchte euch noch schnell den Raum zeigen, wo ich jetzt gerade bin. Da hat mir nämlich der Peter Keller, den ich im Lift drauf habe, das ist der Generalsekretär von der SVP, den Raum von der SVP zur Verfügung gestellt. Und da habe ich also fast so schöne Plakate wie der Werner und der Nikolas an der Wand. Sehen wir das? Oh ja. Das ist so quasi der interne Sitzungsraum. Das ist direkt unter dem Turm. Von der SVP im Bundeshaus. Ja, nein, der Dachterrasse dort noch, oder? Das leider nicht, nein, aber es hat einen Kühlschrank, da ist vorher ja ein Ratskollege von Bier holen und Getränk, Chips, Caddyfred hat es irgendwo. Also das ist die Versorgung ist gesichert in diesem Zimmer. Also, genau, ja. Über etwas ganz Wichtiges haben wir nicht geredet. Das ist die Ausgangsuniform für unsere Armee. Es gibt eine Mitte-Nationalrätin, die heißt Marianne Binder-Keller. Sie hat einen Vorstoss gemacht, dass man die Ausgangsuniform, das töne ich an für die Frauen, muss man hübscher machen, eleganter machen, damit kämen sicher mehr Frauen ins Militär. Und die haben mich also schon an den Kopf gelenkt, dass wenn schwierige Zeiten, wo wir wirklich dem Land andere Probleme haben, wo die Beizen nicht auftun können, wo die KMU-Probleme haben, was Existenzängste hat, eine Nationalrätin jetzt das Problem erkennt, dass man die Ausgangsuniform von der weiblichen Armeeangehörigen quasi sexiger machen muss, dann gäbe es ja mehr Frauen im Militär. Ich finde das auch sehr sexistisch, dass man mit der Frau unterstellt, wenn die Festen stimmt in der Armee, dann haben wir mehr Frauen im Militär. Also die Erfahrung, die ich mit Frauen im Militär habe, ist, die wollen Kämpfer, die wollen einen Auftrag, die wollen gefordert werden. Aber
es tut mir schon leid, wenn man solche Volksvertreterinnen hat, die solche Sorgen haben. Und vor allem hat der Chef von OBS hat ja gestern, glaube ich, in der Rundschule gesagt, ja, sie nehmen das ernst und müssen dieser Sache nachgehen. Also da muss ich sagen, da muss ich mir an den Kopf legen. Aber hast du jetzt ein Bild, Werner? Nein, von der Alten. Ah. Ich habe überlegt, ob ich so eine sexy Frau soll ausdrucken soll, so mit kurzen, tarnfarbigen Röckchen. Und so. Aber ich dachte, das führt doch zu weit. Sonst habe ich dann vielleicht noch eine Klage am Hals von der MeToo-Bewegung. Ja, das wollen wir schon vermeiden, ja. Aber es stimmt schon ein bisschen. Also die Frage habe ich mir die Woche auch gestellt, wenn ich so ein bisschen gesehen habe, was meine Kollegen da vor allem von links eingegeben haben im Parlament. Also Molina zum Beispiel, man soll Gott aus der Verfassung rausstreichen. Da frage ich mich dann schon auch, haben wir nicht andere Probleme in der jetzigen Zeit, als dass wir über solche Sachen auch noch diskutieren müssen. Aber ja, jeder soll eingeben, was er denkt. Ja, so also zum Abschluss, der Christian Fuhrer hat uns noch geschrieben, er sagt eben der freie Personenverkehr und die Millionen von EU-Bürgern, die dann plötzlich einfach so würde in die Schweiz kommen, wenn wir immer mehr in die EU hineinragen. Und er sagt, das wäre für die Schweiz, also so eine Masseneinwanderung nonstop, wäre für die Schweiz der schlimmere Wandel als der Klimawandel. Also, Masseneinwanderung haben wir ja. Letztes Jahr, während dem Covid-Jahr, sind in der Schweiz über 43.000 EU Personen netto eingewandert. Das ist Stadt Thun. Offenbar sind das alles Facharbeiterinnen und Arbeiter, alles dringend benötigte Pflegekräfte. Also über 43.000 netto eingewandert. Das ist ein Riesenproblem. Da gebe ich dem Herrn, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, Herr Fuhrer, glaube ich, recht. Da müssen wir dranbleiben. Aber der Russ letztes Jahr hat unter Drohung und Erpressung die Schweizer Volk halt unsere sehr gute Initiative, Begrenzungsinitiative, nein gesagt, oder jetzt abgelehnt. Ja, ich habe die Zahl im neuesten Ernstbild gesehen, das ist also eindrücklich, was da eingewandert ist in so einem Jahr. Das ist nur EU, das ist ohne UK, also ohne Großbritannien und alle anderen ja. Staaten, nur rein ja, EU, Top 27, über 40.000 netto eingewandert. Wir müssen dranbleiben. Downs bleibt dran. Ich danke euch, dass ihr habt mitgemacht habt. Werner Gartenmann, Lukas Reimann, Nicola Sitta. Mein Name ist Tom Meyer. Ich bin für Kommunikation bei Downs dabei. Und wir sehen uns am nächsten Mal sind wir auch wieder in zwei Wochen, also knapp, nämlich am Mittwoch, 31. März. Das ist der Mittwoch vor dem Gründonnerstag vor Ostern. Mittwoch, 31. März, 17.30 Uhr wieder. Online. Heute Abend könnt ihr etwa um 8:30 Uhr den Wortwechsel jetzt gerade könnt ihr nochmal nachschauen. Und ich wünsche euch einen guten Abend. Gleich schon bis Wochenende. Auf Wiedersehen. Ade. Guten Abend. Ciao zusammen.